Willkommen zurück bei Luigi's Mansion 3. Hier eskaliert alles gerade ein bisschen. Wir sind bei den VIP-Zimmern. Jede Menge Gegner sind am Start. Vor allem die Roten sind super sauer. Oh mein Gott. Wir suchen den Buhu und den letzten Edelstein. Haben die linken VIP-Zimmer bereits abgehakt. Da war jetzt nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. So, komm her. Aber hier bei den Toads und Professor Igitt könnte es ja noch Ghoulies gegeben haben. Denn wir hatten zum damaligen Zeitpunkt Luigi noch nicht. Oh, der hat mich ausgetrickst. Also sollten wir alle Bereiche nochmal mit Luigi genauestens inspizieren. Puh. Da waren wir dem Letzt dran. Aber seitdem ist auch einiges passiert. Alter. Ich guck mal hier vorne rein. Im Zimmer 504. Ich glaube, hier hatten wir damals die Putzfrau eingesaugt. Aber die musste man ja auch über mehrere Räume verfolgen. Den Pömpel hatten wir damals schon. Deswegen gucke ich mir jetzt das alles gar nicht mehr so genau an. Was wir nicht hatten, ist Luigi. Und hier ist tatsächlich ein Gulli. Es kann sich daher lohnen, ihn runterzuschicken. Genau deshalb machen wir das auch. Was ist denn das für ein gruseliges Versteck? Wer ist denn so blöd und legt hier zwei Geldsäcke ab, voll gefüllt mit Papiergeld und stellt Kerzen daneben? Also, der Typ muss ja auch Nerven aus Stahl haben. Wir haben die 40.000 geknackt. Schaffen wir auch 40.000 Likes? Ja, weniger. Aber danke für jeden Einzelnen. Support ist geil, freut mich. Spiel ist auch geil. Aber die Geister nicht, deswegen saugen wir sie ein. Vor allem die Buhus. Oh, man sieht ja jetzt sogar auf der Karte, dass er sich hier befindet. Okay. Dann der Vibration nach. Sie ist hier bereits sehr stark. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er sich in der Schublade befindet. Nein, in der anderen gegenüber! Willst du mich verarschen? Wasserfisch bin, Bulldogge! Flüchte, solange du noch kannst! Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Das hat richtig krass vibriert gehabt. Und das war falsch. Richtig. Belasto! Lasst mich in Frieden. So, das ist ein Bad ohne Gulli. Schaut trotzdem nochmal drüber. Ja, aber hier gibt's nichts. Okay. Dann lass uns gleich das nächste Zimmer ansteuern. Der Buhu wird mir aber auch nur ein einziges Mal angezeigt, oder? Ah, wie doof. Nee, doch nicht. Jetzt ist er hier. Okay, der hat Priorität. Der Buhu. Will den endlich fangen. Ich bin mir nicht sicher, wo er ist. Hier vibriert es am stärksten. Und diesmal habe ich recht. Ich bin Bulldogge. Dann wirst du jetzt an die Leine genommen. Oh, diesmal kämpft er ohne Nebel. Aber der Raum ist nicht groß. Wir sollten mit unserer Düsterlampe eigentlich alles im... Ah doch, jetzt kommt der Nebel. Warte, hier ist noch ein Goldbarren. Ich dachte, es wäre jetzt ein bisschen schwieriger, ihn zu orten. Aber geht voll klar. Ich glaube, es braucht immer ein bisschen, bis der Nebel aufzieht. Einfach draufhalten, die Düsterlampe, und dann passt das schon. So, du bist erledigt, Freundchen. Damit haben wir den Buhu von dieser Etage. Da, da, da.
Sieht man das eigentlich irgendwo, wo man die Buhus schon gefangen hat und wo nicht? Weil ich habe mir das jetzt gar nicht gemerkt, wo wir schon waren und wo wir sie noch einsaugen müssen. Aber ich habe auf jeden Fall noch nicht so viele. Gut, gibt's hier ein interessantes Bad? Ja, nicht. Hier hinten war ich ja. Genau. Hier war ein Edelstein. Schön und gut. Aber wir suchen den letzten Verbleibenden. Wo ist der denn, vermaledeit? Versuchen wir es hier. Zimmer 506. Nix. Mann. Als ob. Ich glaube, es gibt nur noch ein einziges Zimmer. Und somit die letzte Chance. Es ist das Zimmer von Professor... Oder? Kommt das noch? Oh nein, Geister sind wieder da. Really? Nee, Professor Igitt hatte, glaube ich, ein anderes Zimmer. War es 505? Weiß nicht mehr genau. Nee, klar war Quatsch. 508 war das. Hatte der ein Bart? Ja. Okay, hier ist ein Gulli. Komm schon, bitte. Letzter Edelstein. Come on. Come on. Sieht nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Ein Edelstein. Und ja, wenn man mit Luigi Herzen einsammelt, dann kommen die Luigi zugute. Das wollte ich auch mal an der Stelle sagen. Tja, Leute. Dann werde ich euch den wohl reinschneiden müssen. Werden wir Blind nicht mehr finden. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Edelstein sein soll. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber er taucht nicht auf. Als ob, Alter. Sie haben eben doch an die gedacht, die gut kombinieren können. Da haben wir im letzten Part drüber gesprochen. Marios Zimmer. Luigi stellt das Wasser um. Jetzt läuft es hier drüben raus. Man muss nun mit Luigi den Wasserhahn betätigen. Durch Blasen. Jetzt kommt Wasser raus aus der Dusche und schleudert einfach mal hier diese Kiste aus der Badewanne. Und da befindet sich der letzte Edelstein. Genial wie dreist. Wie gut, dass ich hier in diesem Bad einen Rasierer gefunden habe. Aber deshalb bin ich nicht da, denn wenn der Trick mit dem Wasserhahn dort drüben geht, wird das auch hier in diesem Zimmer funktionieren. Und genau so ist es. Was haben wir da drin denn Schönes? Eine Perle. Wunderbar. Und damit geht's nun auf die 9. Etage. Das Museum. Eine Etage, auf die ich mich sehr gefreut habe, als ich sie schon in den Trailern gesehen habe. Ich habe jetzt aber die, naja, kleine Befürchtung, dass es sich hierbei nur um eine Boss-Etage handeln könnte. Nichtsdestotrotz freue ich mich, nachts dieses Museum erkunden zu können. Und das nachts hat natürlich einen Grund, dass ich das betone. Ihr kennt vielleicht den Film Nachts im Museum. Was zur Hölle?
Okay. Oh, gleich mal den ersten Edelstein gefunden. Das war jetzt aber ein bisschen strange. Ich wollte ja nur den Schreibtisch erkunden, mehr war da nicht. Oh, und da fehlt ein Ei. Aber zwei reichen ja normalerweise auch. So. Wow, das kam jetzt plötzlich. Um ehrlich zu sein, hatte ich da direkt den nächsten Edelstein erwartet. Aber, goldener Gegner. Hier war doch auch gerade ein goldener Adler. Ist der jetzt weg? Oder goldener Rabe. Ein Adler ist es nicht wirklich. Ja, der ist scheinbar tatsächlich weg. Okay. Und wie soll man bitte all die Viecher so schnell auf einmal einsaugen? Kann mir das mal einer erklären? Schon ein bisschen viel verlangt, oder? Wie dem auch sei. Bin mir tatsächlich relativ sicher, dass wir es heute mit dem zweiten Hauptboss zu tun bekommen. Auch das Areal ist nicht wirklich groß. Also es ist ein kleines, aber feines Museum. Aber ich schätze mal, im hinteren Bereich wird es ordentlich abgehen. Boah, das sieht aber wirklich sehr schön aus. Sehr detailreich. Aber ich habe das Gefühl, dass man irgendwie diese Glaskästen hier zerstören kann und auch zerstören muss. Weil da ist eine Perle und rechts dann, oder links daneben, je nachdem, ist noch ein freier Platz, wo entweder noch was auftaucht oder wo wir unsere Düsterlampe benutzen können. Schauen wir mal. Goldbarren. Oh, was haben wir denn hier? An der Säule. Ein geheimer Lichtschalter. Ah ja. Mit einem noch geheimeren Tresor. Edelstein. Ja, der blaue. Viele weitere geheime Testamente. Und vielleicht Fundorte von Dinosaurierknochen, wo sie noch keine Zeit hatten, sie auszugraben. Aber sich schon mal Notizen gemacht haben. Warum nicht? Vorsicht, Luigi. Das ist alles ziemlich viel wert und antik. Mach das nicht kaputt. Bin auch ein großer Dinosaurier-Freund. Deswegen mir das schon fast ein bisschen weh, dass wir hier jetzt alles auseinandernehmen müssen. Aber es geht wohl nicht anders. Warum jetzt allerdings dieses Sparschwein da drin ist, verstehe ich nicht ganz. Ich glaube so als Gag. Oh, noch mehr Raben. Leider nicht der Goldene dabei. Also der scheint wohl wirklich weg zu sein. Das war jetzt das Pech des Tüchtigen, habe ich das Gefühl. Wir waren einfach zu schnell mit unserer Aktion mit den Fledermäusen. Weil das hat sich so ungünstig überschnitten, wäre das nicht gewesen, dann hätten wir vermutlich beide einsaugen können. Naja, betrifft dann nur unseren Highscore, wo es ziemlich gut aussieht, wie ich finde. 41.000, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, und hier haben wir jetzt, denke ich, alles. Außer eben diese Glaskästen. Ich habe schon so das Gefühl, man kann irgendwann einen Knochen oder irgendwie sowas bekommen. Und damit dann vermutlich hier diese Kästen öffnen. Aber dazu müssen wir wohl erstmal den Boss bezwingen. Was wir hiermit tun. Und durch den Trailer wissen wir halt leider auch schon, mit was wir es zu tun bekommen, aber man kann sich vielleicht auch so denken, natürlich ein T-Rex, wie könnte es auch anders sein? Na, auf diesen Kampf bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und da ist die Bestätigung, rechts ist das Bild des zweiten gefangenen Toads. Das Teil hier ist also unser zweiter Hauptboss. Oder? Es sieht zwar gruselig aus, aber es tut sich nichts. Können wir Toad etwa einfach so befreien? Vielleicht kämpfen wir ja mit ihm. Oh, nein, tun wir nicht. Seht auf den Schatten! Oh, oh! Was zum... Nein, Tod! Ah!
Er hat ihn gefressen? Klar, es gibt Toads wie Sand am Meer, aber das geht ja wohl trotzdem nicht klar. Warte mal, 2 Eier, ich brauche Luigi. Okay. Ah, deswegen mussten wir vorhin auch zusammen das Tor aufziehen. Ah, ich verstehe schon, der eine lenkt ihn ab, der andere schießt dann auf den Körper. Gut, das hat jetzt zeitlich nicht ganz hingehauen, aber System verstanden, alles klar. Gut, dann lass mich mal machen. Er stampft. Mit Luigi machen wir am besten die Ablenkung. Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen crazy, diese Schallattacke. Okay, wir versuchen es einfach zeitlich jetzt mal zu schaffen. Er kaut an dem einen Ei rum, wir schnappen uns das andere, zielen und schießen und treffen wieder nicht. Nee, man muss schon perfekt stehen. Das Problem war jetzt einfach, dass er diese Schallattacke gemacht hat. Okay, okay. Wir bleiben positioniert. Die Eier fallen runter. Jetzt nochmal. Kau am Ei rum. Perfekt. Und zack. Das ist er, der erste Treffer. Ändert sich jetzt das Kampfsystem oder haben wir einfach nur noch ein Ei zur Verfügung? Weil er hat einen Flugsaurier zerstört. Und auch alles um ihn herum. Gucken wir mal. Vielleicht verlässt er irgendwann seine Deckung oder so. Nein? Okay. Aber was kann ich denn jetzt machen? Okay, dann verlässt er seine Deckung wohl doch irgendwann. Aber kann ich ihn mit Luigi ablenken? Stimmt. Hier auf die linke Seite lenken. Und vielleicht kann ich ihn jetzt rechts treffen. Irgendwas hat Luigi erwischt. Und das funktioniert leider auch nicht. Hä? Okay. Was? What the fuck? Er hat Luigi gegessen. Aber eigentlich ist mir das ganz recht. Da kann ja nichts passieren. Und er hat seine Deckung dadurch verlassen. Oh nein, jetzt ist er frei. Oh, die schönen anderen Saurier. Hier der Stego und die Velociraptoren. Er wird sie zerstören. Ja, ich hab's gewusst. Was ist das hier? Oh, eine Kralle. Ich glaube, damit können wir schießen, weil die Eier sind ja jetzt komplett weg. Aber wann? Okay, wann Treffer? Das ist schon echt krass gemacht. Feier ich hart. Es gibt noch mehr Klauen, nicht nur die eine. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach immer wieder draufhalten. Das Ganze ist jetzt ein bisschen offensiver als die beiden Male davor. Einfach immer schießen, wenn es möglich ist. Gerade wenn er sich duckt und nach mir schnappen will. Scheint das recht einfach zu sein, ihn zu erwischen. Oder vielleicht auch jetzt während der Schallattacke. Schieß einfach mal. Ja, der sieht gut aus. Und er geht wohl down. Kiefer gebrochen. Ich glaube, du musst zum Orthopäden. Oha. Du steckst wohl hinter allem. Es ist also noch nicht vorbei. Ein Neandertalergeist steckte im Körper des T-Rex. Oh, was macht er da? Er steckt den Boden fest! Attacke! Ah, zu langsam gewesen. Okay. Aber ich glaube, ich war auch zu weit weg. Egal, wir erhalten die nächste Chance. Insofern ich mich nicht dämlich treffen lasse. Luigi ist benommen. Luigi aber nicht. Okay, war ich jetzt zum zweiten Mal zu langsam? Oder muss ich ihm den Knochen erstmal irgendwie wegnehmen, weil er scheint sich sofort damit zu decken. Okay.
Okay, es fliegen immer wieder neue runter. Kann ich die auch verwenden? Nein. Ich war einfach zu langsam. Alles klar. So, dann wollen wir mal gegen den Neandertalergeist. Der hat zwar viele Leben, aber eigentlich kann er nichts. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Jetzt wissen wir auch, warum er sich in den T-Rex transformiert hat. Oder eher in ihm versteckt hat. Weil er selber einfach nur ein aggressiver, aber dämlicher Neandertaler ist. Sorry. Ist einfach so. Wenn er jetzt nichts Überraschendes mehr auspackt, dann wird's das für ihn gleich gewesen sein. Und dann war der Kampf gegen den Musiker auf Etage 4 deutlich herausfordernder, muss ich sagen. Weil der war schon echt schwer teilweise. Dafür war der T-Rex natürlich mega geil inszeniert. Das ist auch klar. Ich meine, hallo? T-Rex als Boss in einem Nintendo-Game feiere ich hart und hat er jetzt wirklich noch 3 Leben. Oh, komm schon. Mach mal Schluss hier. Oh, was? Ich habe da jetzt ernsthaft noch ein Achievement dafür bekommen, dass ich hier alles zerstört habe? Oder ihr habt zerstören lassen. Und anstelle eines Aufzugsknopfes schießen wir das Gemälde von Toad wieder frei. Das ist schön und gut, aber wie kommen wir dann weiter? Ich hoffe, dass Toad, bevor er gefressen wurde oder verwandelt wurde, was auch immer hier passiert ist, dass er sich den Aufzugknopf geschnappt hat. Sonst haben wir gleich ein wirklich krasses Problem. Jetzt bist du aber erstmal frei. Der zweite Toad, der blaue ist es in dem Fall. Und er hat ihn wirklich in der Hand, super. Oh, ist ja gut. Okay. Geschafft! Nachts im Museum die Gefahren überwunden. Aha, du hast einen weiteren Toad gerettet. Formidabel. Bringen wir ihn hier bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug. Mach ich gleich. Jetzt muss es aber noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ah ja. Die Kralle mitzunehmen und damit dann vermutlich alle Glaskästen zu zerstören. Ich bin mir sehr sicher, dass sich hier in dem Bossraum auch noch irgendwas befindet. Wahrscheinlich ein Edelstein. Wir schauen gleich nach. Ja, hat echt Spaß gemacht. Oh, wo schießt du denn hin, Luigi? Ist das dein Ernst? War wie gesagt echt geil inszeniert, der Boss. Wenn auch nicht so schwer wie der andere. So, wo ist die Kralle hin? Ich wollte sie eigentlich nur ablegen. Da ist sie. Okay. Wir haben ja an jeder Ecke solche Kästen. Das heißt, wir können das eigentlich problemlos durch die Gegend schleudern. Hier zum Beispiel auch noch. Neben den ganzen seltenen Stuff eine Perle. Aber vor allem geht es uns natürlich darum. Da ist der dritte Edelstein. Ja, du könntest mir theoretisch auch helfen, Toad, aber ich glaube, du willst hier einfach nur raus. Das kann ich auch verstehen, nach dem, was du erlebt hast. Ich will gar nicht wissen, wie ich mich fühlen würde, wenn plötzlich ein Dinosaurier zum Leben erweckt wird. Klar, es ist irgendwie auch cool. Aber halt nur, wenn es ein Pflanzenfresser ist. So ein T-Rex oder so? Oh. Nee, das muss nicht sein. So, und da haben wir Glück.
Das war ein Edelsteingeist. Da kriegen wir schon den vierten. Oh, und weil es mir gerade auffällt, hier oben der Flugsaurier. Kann man mit dem auch noch irgendwas machen? Er bewegt sich auf jeden Fall. Luigi. Ach stimmt, oder der Toad. Als ob tatsächlich? LOL. Okay, wäre bestimmt auch mit der Kralle gegangen, nicht nur mit dem Toad, aber witzig. Witzig auf jeden Fall. Jetzt sieht man aber, was ich für ein Heuchler bin. Gerade habe ich gesagt, ich bin ein großer Dinosaurier-Freund und was mache ich? Ich schieße den Flugsaurier ab. Frag mich gerade, ob ich die ganzen Kästen auch mit dem Toad hätte aufschießen können. Oder ob das jetzt beim Flugsaurier eine Ausnahme war. Ich schätze die Toads aber nicht so hart ein, dass sie so einen Kasten einfach zerstören können. Selbst wenn ich sie schieße. Hier etwa? Die sind doch bestimmt übelst weich. Ist das auch ein Edelstein? Ich glaube ja. Dann fehlt uns nur noch einer. Und der wird wahrscheinlich im Bossraum sein. Nee, wir haben alle. Wir haben alles wunderbar. Dann können wir hier ja weg. Komm mit, Luigi. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Anschauen dieses Parts. Noch mehr fürs Liken und Kommentieren. Oh. In der Chefetage ist man natürlich alles andere als erfreut. Was geht ab, Professor? Nun denn, Luigi. Jetzt fehlen noch ein weiterer Toad, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Die Hälfte? Haben wir jetzt erst die Hälfte des Spiels? Das wäre krass.